Moin Leute, Trimax hier. Es geht weiter mit dem Clash of Clans Free-to-Play-Account. Die Challenge geht ja weiter gegen Sebo bis zum 01.01.2024. Der Account ist jetzt, das ist der 4 Monate alt. Wir haben keinen Cent ausgegeben, außer jede Season den Goldpass für den 5er, wo man beste Preis-Leistungs-Verhältnis, und es geht jetzt auch darum, in der Challenge die Items bestmöglich einzusetzen. Es geht wahnsinnig geil voran. Sebo ist schon Rathaus 13. Ich bleibe noch Rathaus 12, weil, Leute, es ist ein frischer Account. Ihr könnt euch jetzt hier nicht von den Mauern irgendwie beeinflussen lassen, dass ihr denkt, das ist hier sonderbar weit. Das ist gar nichts. Kanonen sind Level 7, hier ist noch ein Bogenschützenturm Level 7. Es sind rund um die Uhr. Seit 4 Monaten laufen alle Arbeiter. Und die Folge wird auch noch fett Mauern pushen. Ich bin ganz, ganz böse Clash of Clans süchtig wieder geworden. Auch Offstream spiele ich unglaublich viel. Bin ich am Farm. Ich habe jetzt mit dem neuen Account 536 Millionen Gold schon gefarmt und 4 Millionen dunkles Elixier. Auf neuen Account. Also, das ist schon ordentlich. Ja, und heute werden wir richtig krass wieder Mauern pushen. Es kommt ja bald auch ein fettes Update in Clash of Clans. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, da dann auch wieder auf dem Pay-to-Win-Account. Gerne den Kanal abonnieren, und wenn ihr das Ganze unterstützen wollt, oh, meiner ist auch gerade wieder ausgelaufen, könnt ihr oben im Shop auf das C drücken. Dann könnt ihr hier Trimax eingeben. Und dann drückt ihr Code senden. Fertig. Das könnt ihr alle 7 Tage machen. Ist unfassbar geiler Support. Machen nur die wenigsten. Aber die, die das machen, richtig fettes Danke. Weiß ich sehr zu schätzen. Ich habe meine Ressourcen voll gefarmt. Jetzt ist erst wieder der Arbeiter frei. 10 Sekunden noch. Und ich habe noch folgendes Problem. Aus dem Season Pass, weil ich so viel farme, bleiben die Gold- und Elixier-Runen immer übrig. Und ich habe schon welche. Das heißt, die werden wir jetzt auch einlösen. Und während der Aufnahme ist es 2:30 in der Nacht nach der Zeitumstellung. Das heißt, es muss jetzt unfassbar kranken Loot geben. Auf 4,5, und das steigt gleich auf über 9. Dunkelgrün. Dunkelgrüner Loot gleich. Das ist so heftig. So, jetzt sollen wir erstmal die gesamten Ressourcen. Wann ist hier der nächste fertig? In 11 Stunden. Okay, das ist morgen. Alles in die Mauern knallen. Eine Mauer. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Krass, der innere Kreis ist schon fertig. So, und jetzt drücken wir hier auf magische Gegenstände. Ziehen eine Rune des Elixiers. Ist jetzt nicht 13 Millionen, ist jetzt nicht das Allergeilste. Wo waren wir? 16? 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ziehen wir uns das Ding aus dem Pass. Und dann würde ich sagen, aktivieren wir einmal einen Schub für alle und gehen rein und schauen uns mal den Loot an. Ich bin nur bei 1200 ungefähr. Ich gehe ganz doll. Wenn ihr wissen wollt, wie gut der Loot gerade ist, einfach Clash of Clans Loot Forecaster eingeben. Guck mal, ich hatte der erste schon direkt eine Million. Ich nehme immer Schleichkobold, da habe ich Level 8 ganz frisch. Die sind noch sehr frisch, Level 8. Das sind solche Tanks, wenn jetzt jemand hier nicht gemaxte Verteidigung hat. Selbst wenn, die sind am Anfang unsichtbar, werden dann sichtbar. Das ändert. Also die sind wahnsinnig tanky. So, das war's schon. Wir müssen gar nicht mehr einsetzen. Sternen haben wir bekommen. Dadurch verlieren wir keine Trophäen und halten sie. Das ist immer sehr wichtig. Fertig. 31%. 940.000 Gold plus Bonus. Eine Mauer upgraden. Haben wir noch jemanden, der mitzählt? Ich habe gerade mehr Gold als Sebo gefarmt auf dem Account. Allerdings hat er noch mehr Dunkles als ich gefarmt. Er kann aber auch chillig. Guck euch mal, wie chillig das ist. Hier 4 Stück da raus. Die holen sich das. Hier die Schleichkobolde einsetzen und noch 6.000 Dunkles, ey. Wenn der Loot-Forecaster auf über 7 ist, ist Vollabsturz. Der Loot ist so krass. Ich kann in der kürzester Zeit 14 Millionen Gold Elixier zusammenfarmen. Bin Rathaus 13, weil alles max, und habe noch nie auf Loot-Forecaster was nachgeschaut. Ne, ist immer ganz chillig. Da weißt du immer, wie der Loot ist. Das ist echt eine geile Sache. 500.000 von beiden, 6.000 Dunkles. Und das geht jetzt dauerhaft so, ne? Um die Uhrzeit farmen. 1 Million. Aber der hat hier nichts offen. Ah, da ist was offen. 1 Million, wir probieren mal. Das sind nicht die besten Voraussetzungen. Guck mal dann auch mal gierig rein hier. Wir müssen echt weit laufen, um hier hinten hinzukommen. Oder kann ich hier starten? Ne, der hat hier smart zugemacht. Kann ich hier rüber hüpfen? Erstmal hüpft er hier rüber und ich hole das Rathaus. Ich will an die 1 Million kommen. Ich setze jetzt hier ganz schön viele Kobolde ein, aber das reicht. Die sind auch so tanky. Geschafft. Rathaus geholt. Digga, wie krass gehen die ab? So noch die Eagle Tillery? Digga, chillt mal, ihr seid Kobolde. Ich hole hier noch den X-Bogen. Ja, jetzt ist mir auch egal, jetzt hole ich noch 50%.
Jetzt hole ich noch 50%, dann kriege ich noch mehr, noch mal Trophäen, weil dann ich verliere später eh welche. Ganz entspannt. 10 Trophäen oder 11 Trophäen und über 1 Million Gold. Davon gibt es ganz viele. Das ist eine Bot-Base. Das machen die Leute für Clan-Krieg. Das sind immer die gleichen Bases. Die sind immer gleich aufgebaut. Davon habe ich schon hunderte gefaced. Da lässt irgendjemand ein Programm laufen und macht neue Accounts und macht irgendwie nur die Ressourcen, baut der. Und geht dann Rathaus 13. Und das sieht immer gleich aus, immer. Ich sag's euch, davon habe ich schon über 200 Leute gefaced, die genau so aussahen, wirklich. Die haben immer 500.000 Gold Maximal Cap. Die sind ultra oft, immer 500.000 von beiden und gut dunkles. Die sind ganz oft hier bei 1200. Einfach Bots, die AFK sind. Digga, ich habe keine Kobolde. Ich habe nicht genug Kobolde für solch einen abgefuckt kranken Loot. Ich verliere jeden Angriff. Die sind einfach voll. Guck mal, wie geil ein voller Elixiersammler aussieht. Und der scheiß Kobold hat da viermal gegen und das Ding ist weg. Guck mal, wie das Dunkle da rausspritzt. Das ist doch Wahnsinn. Das sind so volle Goldminen und so voll ist der Elixiersammler. Meine Fresse. Der Loot ist so gut, da wird man richtig aggressiv. Nochmal ganz gierig 3 losgeschickt. Und auch das Dunkle, das Elixierlager knüppeln sie einfach nieder. Scheiß drauf, jetzt schicke ich auch nochmal 3 los. Ist das geil, ey. Ist das so geil. Ja, fertig. Was, wie viel waren es? 866.000 Dunkles. Boah, 1 Million wieder. Der Loot. Ich habe aber auch nur 30 Kobolde. Digga, der Loot. Aber hier wieder das Problem, ich verliere den Fight. 1 Million! Aber es ist dann, schon dann eine geile Erfahrung, Clash of Clans einmal zu spielen. Also ich würde es jetzt auch ohne Placement einfach mal empfehlen. Sebo hatte seine absoluten Zuschauerrekorde dadurch. Es ist nämlich so, dass so Clash Royale, Clash of Clans, die ganzen Mobile Games, unfassbar beliebt sind in der deutschen Community. Die sind oft so die größte Bubble überhaupt. Aber kein Streamer hat Bock, ein Tablet anzuschließen an seinen PC, weil das irgendwie keiner hinkriegt. Und dann macht das keiner. Und die, die es machen, gehen ultra ab. Sebo war von 200 Zuschauern auf 2000 durchschnittlich. Aber ist es so einfach? Leute lieben das. Super einfach. Du checkst es sofort. Dann brauchst du nur noch so einen Adapter von Apple. Der kostet in der Herstellung 40 Cent. Den verkaufen sie aber für 80 Tacken. Gut, dass du es nochmal erwähnen musst. Ne, den kannst du holen dann. Der hat so eine tolle weiße Verpackung dann. Aber auch da gibt es doch bestimmt Amazon irgendwelche günstige Sachen, oder? Ja, aber Apple hat das so gemacht, dass die alle nicht funktionieren mit ihrem Tablet. Ah, wegen perfekt. Kopierschutz und so. Ja gut, man muss ja jetzt kein iPad haben für das Game, oder? Es reicht ja auch, wenn man so ein Android-Dings hat. Ja, stimmt. Was ist? Die Antwort. Das war so wichtig, weil es einfach die anderen, ich weiß nicht, so Tablet, die anderen sind einfach wirklich Schmutz. Die hängen halt auch einfach nach 24 Stunden, hängen die und du hast irgendwie gefühlt umsonst 500 Euro ausgegeben für irgendetwas, was einfach nach 24 Stunden einfach nicht mehr die Leistung erbringt. Das neueste Game von Supercell durfte man nur spielen bei den Creatern, nur auf Android. Alle Creator auf der ganzen Welt, die Franzosen, Italiener, die Deutschen, die Spanier. Und man konnte es aber nur auf Android spielen und haben einfach irgendwie 80% der Leute gesagt, ja nee, danke, dann lieber nicht. Weil auch keiner von den Creator Bock hatte, sich dafür extra ein Android-Tablet zu holen. Oh, also ich glaube, Android-Phones können so ganz geil sein. Aber Android-Tablet, Digga. Ey, ich bin mute, ich mach mein Outro. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend, ja? Ey, ich sehe bis dann. Ciao, ciao. Hau rein. Ey, was war das? Hat jemand Mauern mitgezählt? Morgen früh habe ich einen Arbeiter ready. Oh mein Gott. Wie viele Mauern waren das? Wie viele Mauern hatte ich innen? 15, ne? Und jetzt habe ich noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. 38 waren es außen und in der Mitte 15. 50 Mauern in einer Stunde. Mauern innen? Nein, ich habe Mauern nicht gegendert. Die inneren Mauern, nicht Mauern innen. Was soll der Scheiße? Ist doch geschlechtsneutral eine Mauer. Ich habe doch nicht Mauern gegendert. Was soll die Scheiße? Es gibt Außenmauern und es waren die Mauern innen. So, 50 Mauern innen. In einer Stunde. 2,4 Millionen, 3 Tage, 9 Stunden, das nehmen wir. Ich muss Luftabwehr echt upgraden, die ist so schlecht von mir. Ich habe so krasse Mauern, aber
Da geht's einfach nicht weiter. In 15 Stunden ist auch der King down. Mein dunkles Elixier ist wieder voll. Super. Ach, shit. Ich wollte ja noch das hier machen. Ich wollte meine Eagle Artillery hochziehen mit einem Hammer des Bounds. Nö. Ach, nö. Das wollte ich... Kann ich nochmal abbrechen? Ich habe echt viel gefarmt. Ich will mal ganz kurz gucken, wie viel Gold habe ich gefarmt? 554 Millionen. 554 Millionen. Und Sebo? 554 gegen 536. 10 Millionen Gold mehr als Sebo. Aber hier fehlen auch noch viele Außen. Du wärst ungefähr gleich viel, oder? Oder? Zeig mal, was hab ich? Oder habe ich mehr Mauern? Ich glaube, relativ even. Ja, ey, geil. Unfassbar kranker Vorsprung. Also wieder, es ging unfassbar krass voran. Das ist ein 4 Monate neuer Account. Rund um die Uhr liefen alle Arbeiter. Wir haben so schnell wie es geht den 6. Arbeiter bekommen. So weit kann man es schaffen in so kurzer Zeit mittlerweile. Komplett free to play, nur mit dem Goldpass. Das macht so Bock. Ich bin so scheiße süchtig nach dem Game. Schreibt eure Meinung sehr gerne in die Kommentare. Abonniert den Kanal. Sehen wir uns beim nächsten Mal. Denkt an den Creator-Code. Tschüss.